Johnny spielt auf. Auf einem Gletscher ist Anita und hat sich verlaufen. Ich will nach Hause. Wo bin ich denn hier? Anita ist Sängerin. Zum Glück kommt gerade Max vorbei. Max ist Komponist. Max rettet Anita. Und bringt sie aufs Zimmer. Liebe. Anita kann nun in der Oper von Max singen. Aber Max will lieber, dass Anita bei ihm bleibt. Bleib doch hier. Bleib doch einfach hier. Das ist doch gut hier. Aber Anita will nach Paris. Um dort zu singen. Hoppla! Das ist Yvonne. Yvonne putzt und putzt und putzt und putzt und putzt. Putzmädchen! Und währenddessen hört sie Johnnys Band zu. Ah, der spielt aber gut. Der kommt aus Amerika. Da noch ein bisschen sauber machen, da noch ein bisschen sauber machen. Oh, die spielen aber gut. Und hier noch ein bisschen putzen, hier noch ein bisschen sauber machen, hier noch ein bisschen putzen, hier noch ein bisschen sauber machen. Ein bisschen. Johnny hat nur einen Wunsch. Er will die Geige von Danielo, dem Star-Virtuosen, spielen. Und als Danielo gerade mit Anita flirtet, stiehlt Johnny die Geige. Und gibt sie ins Banjo-Futteral. Max ist sehr traurig. Er leidet, weil Anita nicht bei ihm ist. Sie liebt mich nicht mehr. Er geht zum Gletscher und will mit dem Gletscher ins Dunkel ziehen. Ja, los! Nein, das darfst du nicht! Du bist ein Mensch! Du musst leben! Du musst leiden! Du musst leben, du musst... Anitas Stimme da im Radio. Die singt meine Arie. Wo kommt das denn her? Aus einem Hotel in der Nähe. Und dann spielt auch noch Johnnys Band aus dem Radio. Das klingt auch wie meine Amati. Danielo erkennt, dass das seine Geige ist, die Johnny da spielt. Und dann wird's richtig wild. Vorher hat schon mal der Hoteldirektor ziemlich Ärger gemacht. Aber jetzt kommt die Polizei. Achtung! Achtung! Johnny, versteck die Geige. In Max' Gepäck. Achtung! Max ist mit dem Gepäck am Bahnsteig. Er wartet auf den Zug, damit er zusammen mit Anita nach Amerika fährt. Und die Polizisten finden die Geige im Gepäck von Max. Verfolgungsjagd. Hopp! Weg da! Vorsicht! Weg da! Vorsicht! Bitte zurückbleiben! Bitte zurückbleiben! Der Zug fährt ab! Der Zug fährt ab! Der Zug fährt los. Max springt gerade noch rein. Anita und Max fahren weg. Und Johnny? Was macht denn der jetzt? Hey, was macht denn der jetzt? Der klettert auf die Bahnhofsuhr. Und von dort spielt Johnny auf. Johnny spielt auf.
Tja, tja, so hat doch noch keiner auf der Geige vorher gespielt. Tja, von wegen Star-Virtuose. Der ist viel besser, der kommt aus Amerika. Endlich mal was Modernes. Ist das gut? Der spielt die Geige aber auch modern. Also, der spielt die Geige aber auch wirklich sehr modern. Toll.